Das Urteil für Julian Hessenthaler, 3,5 Jahre Haft. Sie sind selbst von einer NGO, die hier auch immer wieder aufgezeigt hat, was es für Widersprüche gibt. Was sagen Sie denn jetzt hier zu diesem Urteil? Ich bin schockiert. Also in Wirklichkeit ist das ein Justizskandal, weil es gab so massive Zweifel an den Belastungszeugen. Es gibt Zahlungen aus dem Umfeld der Novomatic an die Belastungszeugen. Es gibt keinerlei Sachbeweis. Und man hat ja wirklich auch gesehen, dass der Richter gerungen hat mit der Begründung seines Urteils. Und wir sehen wirklich ein desaströses Signal an alle künftigen Aufdeckerinnen und Whistleblower in Österreich. Weil die Message ist einfach, wer zu viel Wahrheit ans Tageslicht fördert, den verfolgen wir über Ländergrenzen mit massiver Überwachung und irgendwas finden wir. Inwiefern hat denn Ihre NGO jetzt hier im Hintergrund gearbeitet? Inwiefern hat man sich da jetzt auch unterstützend hinter Julian Hessenthaler gesehen? Also wir bekamen den Gerichtsakt und den Ermittlungsakt mit der Auslieferung von Herrn Hessenthaler aus Deutschland nach Österreich und haben den geprüft und sind einfach selber zu dem Urteil gekommen, dass es hier eine massiv politisch gesteuerte Ermittlung gab gegen den Herrn Hessenthaler. Der Grundrechtsexperte Manfred Nowak hat das gesagt. Wir haben insgesamt 18 NGOs und Menschenrechtsorganisationen gefunden, die sich mit uns geäußert haben, dass das Ermittlungsverfahren wirklich politisch gesteuert war. Und wir haben eigentlich auf die unabhängige Justiz in Österreich vertraut, dass man das hier sehen wird. Und jeder Beobachter des Verfahrens sieht das ja auch so. Trotzdem gab es jetzt einen Schuldspruch. Und den in allen Anklagepunkten, also ich kann es wirklich nicht verstehen und mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist auch nachhaltig gestört. Ja, was wird denn das bedeuten, dieses Urteil? Inwiefern ist denn das jetzt auch in irgendeine Richtung richtungsweisend? Ja, dass man sagt, da sitzt einer, der eigentlich wegen Drogendelikten und Urkundenfälschung hier jetzt heute verurteilt wurde zu einer Haftstrafe von 3,5 Jahren Haft. Aber eigentlich ging es offenbar nicht nur darum, zumindest meint Hessenthaler das selbst, sondern es ging darum, quasi politische Menschen hier quasi zu schaden. Also auf der einen Seite, in gewisser Weise ist es Regelbetrieb. Eigentlich gibt es den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten und man konnte hier bei weitem nicht alle Zweifel ausräumen. Aber bei Drogendelikten ist es einfach so, naja, Junkies, die lügen eh immer und da ist es uns wurscht. Da können wir auch mit massiven Zweifel schuldig sprechen. Das ist leider schon lange in Österreich so. Und ja, dieser Lücke hat man sich hier bedient und man hat einfach solche Drogendelikte ausgegraben und den Herrn Hessenthaler damit nach Österreich ausliefern lassen und jetzt eben auch schuldig gesprochen. Was übrig bleibt, ist ein massiver Verlust ins Vertrauen in die Justiz in Österreich. Was übrig bleibt, ist eine Situation, wo man sich wirklich um die Informationsfreiheit in Österreich Sorgen machen muss. Und das inmitten der größten Korruptionsskandale, die wir in Österreich jemals gesehen haben, mit Rücktritt von der weiß Gott wievielsten Regierung und der Politiker. Also das ist leider wirklich jetzt ein Moment, wo wir uns fragen müssen, in welchem Land leben wir noch und geht es wirklich in Richtung Ungarn oder sogar Russland oder ist Österreich noch ein westliches Land? Noch ein letztes Wort, auch zur Verhältnismäßigkeit zu anderen Urteilen beziehungsweise auch Ermittlungen im Vorfeld. Julian Hessenthaler wurde ja quasi wirklich gab es Hausdurchsuchungen, es gab Telefonüberwachungen. Ist das verhältnismäßig, wenn man das jetzt mit diesem Delikt sich anschaut? Nein, also normalerweise ist ein so massives Aufgebot von Überwachungsmaßnahmen nicht bei solchen Delikten vorzufinden. Also dass man ja wirklich Passagierlisten von unzähligen Flugzeugen, Hausdurchsuchungen, Videoüberwachungen, Funkzellenauswertungen, auch rund um die Büros von den Anwälten von dem Hessenthaler. Also man hat wirklich alles gemacht, um diese Person zu finden, um dieses Video zu finden und den am Ende an die Wand zu stellen. Und das alles durchgeführt von der SOKO-TAPE, von der Einheit, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor kurzem das Misstrauen ausgesprochen hat und sie von allen Ermittlungen in Bezug auf die Korruptionsverfahren entbunden hat. Leider ist dieses Verfahren hier aber nicht von der WKStA geführt, sondern von der Staatsanwaltschaft Wien. Und die sind scheinbar immer noch vertrauen diesen Ermittlungstatbeständen, die da ins Tageslicht gefördert wurden und haben heute eben auch deswegen diese Anklage vorangetrieben, der das Gericht leider gefolgt ist. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön.